Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Herr, öffne du unsere Ohren und unsere Herzen, dass wir dein Reden hören, verstehen und leben. Amen. Liebe Geschwister in der Paulusgemeinde, diese Woche war ich hier in der Nachbarschaft an einem späten Nachmittag beim Bäcker und habe 7 Sesamringe gekauft. Die Verkäuferin packte mir die 7 Sesamringe ein und sagte zu mir, die sind ganz frisch. Wohlgemerkt am späten Nachmittag, die sind ganz frisch. Ich habe selber gerade noch einen gegessen. Daraufhin habe ich ihr gesagt, ich persönlich finde auch, sie machen die besten. Und dann habe ich noch angefügt, wenn man seine Waren selber gerne isst, ist das ein gutes Zeichen. Sie lächelte und freute sich offensichtlich über dieses Kompliment. Ich wollte schon gehen, da sagte sie, warten Sie, das hier schenke ich Ihnen. Und sie packte ein weiteres ein weiteres Gebäckstück in eine Tüte und reichte es mir über die Theke. Ich ging aus der Bäckerei und ein paar Minuten später, also die Situation ging mir noch nach und ein paar Minuten später ging mir der Gedanke auf, dass diese Situation und der Sesamring ein tolles Beispiel für den heutigen Predigttext sind. Was meine ich? Vielleicht hat schon der eine oder andere den Predigttext auf dem Zettel gesehen und fragt sich jetzt, wie dieses Gebilde wohl zu einem Sesamring passt. Ja, ich erkläre es. Die Verkäuferin hat ihre Sesamringe gelobt. Ich habe die frischen Sesamringe als einen Segen empfunden. Und ich habe mich vom Lob und Segen anstecken lassen und das Lob verstärkt und zurückgegeben. Offensichtlich fühlte sich die Verkäuferin wiederum durch mein Lob wiederum gesegnet und gesehen und brachte das mit einem Geschenk zum Ausdruck, womit ich wiederum gesegnet wurde. Und ich werde, was ich heute Morgen gemacht habe, bestimmt wiederkommen. Ein Kreislauf von Lob und Segen. Das Lob führt zum Segen und der Segen wiederum zum Lob. Und der Sesamring als Kreis ist ein tolles Bild für diesen Kreislauf. So, aber er kommt gleich nochmal. Der erste Satz aus unserem Predigttext bringt diesen Lob- und Segenskreislauf ebenfalls zur Sprache. Er lautet, gelobt sei Gott. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit allem Segen, der von seinem Geist erfüllt ist. Im Himmel hält er ihn für uns bereit, denn wir gehören zu Christus. Das ist Epheser 1, Vers 3. Paulus lobt Gott. Und dieses Lob hängt mit dem Segen zusammen, den Gott geschenkt hat und den er schenken wird. Und dass es einen Zusammenhang zwischen Lob und Segen gibt, kann man im Griechischen auch sprachlich nachvollziehen. Es handelt sich nämlich schlichtweg um das gleiche Wort. Wenn Paulus hier schreibt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, dann steht einmal dieses Wort am Anfang, gelobt sei Gott. Er hat uns gesegnet mit allem Segen, das ist das gleiche Wort, der von seinem Geist erfüllt ist. Der Segen ist das gleiche Wort wie das Lob. Und im Himmel hält er ihn für uns bereit, denn wir gehören zu Christus. Lob und Segen hängt im Griechischen sprachlich miteinander zusammen. Und in dem folgenden Loblied oder Lobgedicht bringt Paulus den Segen Gottes für die Gemeinde in Ephesus zur Sprache. Und das ist nun wirklich ein gewaltiges Panorama, was hier aufgemacht wird, von der Erwählung über die Erlösung hin zur vollständigen Erbschaft der Kinder Gottes. Man könnte auch sagen zur Vollendung. Wichtig. Paulus redet hier bewusst von geistlichem Segen. Das heißt, er legt den Fokus nicht auf leiblichen oder materiellen Segen, den es ja zum Beispiel in Form von Sesamringen auch gibt.
Es geht ihm hier aber nicht um den persönlich individuellen Segen, den wir alle hier und dort irgendwie auf die eine oder andere Weise erfahren, sondern um wirklich die ganz großen Linien von Gottes Wirken in dieser Welt und an seinen Menschen. Ich möchte uns den Predigttext vorlesen. Er ist, wie gesagt, auch abgedruckt, aber es lohnt sich, ihn auch einmal zu hören und zur Sprache zu bringen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit allem Segen, der von seinem Geist erfüllt ist. Im Himmel hält er ihn für uns bereit, denn wir gehören zu Christus. Weil wir zu ihm gehören, hat Gott uns bereits erwählt, bevor die Welt erschaffen wurde. Denn wir sollen heilig und makellos vor ihn treten können in der Liebe. Er hat uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Durch Jesus Christus hat er uns dazu gemacht und zu ihm sollen wir gehören. So gefiel es Gott und das war sein Wille. Das geschieht zum Lob seiner herrlichen Gnade. Die hat er uns durch den geschenkt, den er liebt. Weil wir zu ihm gehören, schenkt Gott uns durch sein Blut die Erlösung. Damit schenkt er uns zugleich die Vergebung unserer Verfehlungen. So reich ist seine Gnade. Er gewährt sie uns über jedes Maß hinaus und schenkt uns alle Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens offenbart. So gefiel es ihm und so hatte er es beschlossen. Durch Christus sollte die Zeit erfüllt werden. Unter Christus als dem Haupt sollte alles zusammengefasst werden im Himmel und auf der Erde. Weil wir zu Christus gehören, wurden wir als Erben eingesetzt, so wie Gott es für uns im Voraus bestimmt hat. So hat er es beschlossen, der ja alles bewirkt. Nach seinem Willen sollte es geschehen, denn wir sollen dem Lob seiner Herrlichkeit dienen. Wir, die schon zuvor auf Christus gehofft haben. Weil ihr zu ihm gehört, hat Gott auch euch sein Siegel aufgedrückt. Dieses Siegel ist der Heilige Geist, den er versprochen hat. Denn ihr habt die Verkündigung der Wahrheit gehört, die gute Nachricht von eurer Rettung. Ihr habt diese Botschaft im Glauben angenommen. Der Heilige Geist ist der Vorschuss auf unser Erbe, bis Gott uns als sein Eigentum endgültig erlöst. So dient das alles dem Lob von Gottes Herrlichkeit. Zu diesem Text muss man, denke ich, erwähnen, dass Paulus diesen Brief aus dem Gefängnis schreibt. Die äußeren Umstände sind vermutlich alles andere als schön, als Paulus schreibt, gelobt sei Gott und in diesen gewaltigen Lobpreis ausbricht. Alles andere als schön und als das, was wir vielleicht als segensreich beschreiben würden. Am Ende des Briefes formuliert Paulus Folgendes. Betet auch für mich, dass Gott mir die richtigen Worte in den Mund legt, dann kann ich offen und unverhüllt das Geheimnis der guten Nachricht bekannt machen. Auch in Ketten bin ich ein Botschafter für Sie. Betet also dafür, dass ich die gute Nachricht offen und unverhüllt verkünden kann, so wie mein Verkündigungsauftrag es erfordert. Das Lob für Gottes Segen ist bei Paulus nicht von den äußeren Umständen abhängig. Ich denke, das ist wichtig, das einzuordnen. Denn der zentrale Aspekt, an dem sich dieser Segen Gottes für Paulus zeigt, ist Jesus Christus und die Zugehörigkeit zu ihm. Wir haben es gerade schon gehört. Paulus schreibt, denn wir gehören zu Christus. Schon im ersten Vers taucht das auf, denn wir gehören zu Christus. In unserer Übersetzung, die ich abgedruckt habe, wird diese Formulierung dann 4-mal aufgegriffen, weil wir zu ihm gehören. Man könnte sagen, das sind so die Strophen oder die Abschnitte, weil wir zu ihm gehören, zu Jesus Christus. Wörtlich steht da im Griechischen tatsächlich einfach nur in ihm, in ihm. In ihm sind wir erwählt, in ihm sind wir erlöst, in ihm sind wir Erben und in ihm haben wir als Siegel den Heiligen Geist. In ihm. Im Mittelpunkt dieses Lob- und Segenskreislaufs und darum dreht sich alles, ist Jesus Christus.
aller geistlicher Segen hat seinen Ursprung in ihm. Und wir sind eingeladen, uns in diesen Lob-Segenskreislauf rund um Jesus einzuklinken. Ich glaube, das ist das Anliegen von Paulus, uns mit hineinzubegeben und dieses Lob aufzugreifen. Und nun wollen wir als Menschen ja immer gerne wissen, wie das geht oder wo der Anfang ist. Wir haben ja am liebsten so ein Toolset. Wie geht denn das eigentlich jetzt, wenn ich sage, okay, Lob-Segenskreislauf klingt gut, wie komme ich denn da rein? In Teufelskreisläufe kommen wir meistens von selber. In die Segenskreisläufe müssen wir uns einklinken. Aber das ist ja bei Kreisen schwierig, mit Anfang und Ende und so. Es liegt in der Natur der Sache. Die haben nun mal keinen Anfang und kein Ende. Vielleicht aber ist das ja gerade der Clou. Man kann an unterschiedlichen Stellen in diesen Kreislauf einsteigen oder vielleicht sollte ich besser sagen, hineingezogen werden. Ich glaube, dass das bei Menschen sehr individuell geschieht. Der eine erfährt etwas von Gottes Segen in seinem Leben, es kommt auf ihn zu und er reagiert darauf mit Lob. Die andere entscheidet sich vielleicht mit einem zaghaften Gebet, Gott zu loben, vielleicht sogar gegen alles Erleben wie Paulus und erfährt daraufhin, dass Gottes Segen sich ausbreitet, vielleicht ganz anders als erwartet, aber doch irgendwie da. Das Einklinken in den Lob- und Segenskreislauf kann an unterschiedlichen Punkten erfolgen. Gucken wir also noch genauer hin, wie sich dieser Segen Gottes in Jesus eigentlich zeigt. Es gibt in diesem Text, das habe ich schon gesagt, 3 oder 4 Abschnitte. Und ich möchte jetzt zu jedem der einzelnen Abschnitte etwas sagen. Der erste ist Erwählung. Die erste Dimension von Gottes Segen, die Paulus hier erwähnt, ist Erwählung. Viele Menschen haben ja mit Erwählung ein Problem. Wir haben auch im Seniorenkreis darüber gesprochen, über diesen Text. Und bei Erwählung meldet sich eigentlich immer Widerspruch, egal in welchen Kreisen, egal wieso, immer. Erwählung ist anstößig, weil das so exklusiv klingt. Oder aber, weil sich die Frage stellt, ob es neben den Erwählten nicht auch Nicht-Erwählte gibt. Ich werde diese Fragen heute nicht beantworten, da ich diese ist ja schon mal eine Predigt über Erwählung gehalten habe und weil ich die Perspektive heute einmal umdrehen möchte. Manchmal hilft es ja, von einer anderen Seite auf das gleiche Thema zu gucken und manches löst sich vielleicht nicht, aber sortiert sich neu. Es ist ja so, dass wir Menschen, wenn wir persönlich die Erfahrung machen, liebevoll erwählt zu sein, es oft als etwas sehr Schönes erleben. Das gilt zum Beispiel im Zwischenmenschlichen, wenn ich merke, der anderen Person liegt etwas an mir. Ich weiß da gar nicht genau warum, aber irgendwie liegt ihr was an mir. Dann ist das etwas sehr Besonderes. Erwählung ist eigentlich total schön. Die Person kennt mich und sieht mich. So wie bei Zachäus, der auf dem Baum sitzt und von Jesus mit seinem Namen angesprochen wird, ohne dass die zwei sich vorher getroffen haben. Nun wird sich Zachäus bestimmt nicht gefragt haben, Herr Jesus, da vorne auf dem anderen Baum, da sitzt noch jemand. Hast du den eigentlich auch gesehen? Und hast du den auch mit Namen gerufen? Zachäus erlebt sich persönlich als erwählt und das verändert alles. Jesus kennt seinen Namen, obwohl sie sich vorher nie begegnet sind. Wenn man persönlich auf das Thema Erwählung guckt, dreht sich manches um. Menschen erleben sich als von Gott Erwählte. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang spricht auch die Bibel oft von Erwählung, dass Menschen erfahren, oh, Gott hat mich angesprochen, Gott hat mich erwählt. Und das ist dann gar nicht so sehr in Abgrenzung zu jemand anderem, sondern in dieser Erfahrung, dass Gott mich sieht. Und das ist Segen. Dieser Segen und diese Erwählung gründen sich aber, so macht es Paulus hier fest, in der Verbindung zu Jesus. Nicht irgendwie frei fluktuierend und frei schwebend, sondern Jesus ist Gottes erwählter Sohn. Der Erste, wir haben es bei der Konfirmation gehört, bei der Taufe, Jesus ist von Gottes erwählter Sohn, der erste Erwählte und in ihm, in der Verbindung mit ihm sind auch wir erwählt. Das zeigt sich dann in der Taufe.
Und um nochmal den Sesamring ins Spiel zu bringen und vielleicht eine Eselsbrücke zu bauen, der Ring ist ja auch ein Symbol für Erwählung. Jetzt gehen wir noch eine weitere gottesdienstliche Feier durch. Bei einer Hochzeit reichen sich die Ehepartner ja auch in der Regel wechselseitig die Ringe. Das ist ja auch ein Zeichen für Erwählung. So kann uns der Ring und der Sesamring vielleicht an die erste Dimension von Gottes Segen erinnern, hier Erwählung. Die zweite Dimension ist die Erlösung. Und auch dafür nutze ich nochmal den Sesamring, denn auf Türkisch heißt, also ich kann kein Türkisch, also bitte verzeiht mir, wenn ich da jetzt irgendwie nicht richtig das ausspreche oder so, auf Türkisch heißt Sesamring Simit. Simit hat aber mehrere Bedeutungen, laut Wörterbuch. Simit kann auch Rettungsring bedeuten. Und für manche Menschen, also für mich ist manchmal so ein Sesamring auch eine Rettung. Manchmal bekommt man dann auch Rettungsringe, wenn man zu viel davon isst, aber das ist ein anderes Thema. Für manche Menschen bedeutet die Begegnung mit Jesus einfach Rettung. Sie bekommen einen Zugang zu Gott darüber, dass ihnen in den Stürmen ihres Lebens ein Rettungsring angeboten wird, zugeworfen wird. Ein Ort, der Sicherheit im Sturm bietet, wo ich mich bergen kann, mich in die Mitte begeben kann, da wo Jesus ist. Ein Ort, wo Scheitern gut aufgehoben ist. Und auch, dass sie hören und erfahren, dass ihnen die Lasten ihres Lebens durch Jesus abgenommen sind. Und auch, was sonst das Leben beschwert, sei es Schuld, die manche Menschen belastet, seien es Süchte, sei es, sei es, sei es. Manche Menschen schämen sich auch für sich selbst und erfahren bei Jesus Annahme einen Ort, wo sie geborgen sind, umgeben von Segen. Und indem Paulus das Blut von Jesus hier in diesem Text erwähnt, weist er unmissverständlich darauf hin, ohne dass er es explizit benennt, dass dieser Ort der Erlösung, der Rettung, das Kreuz ist. Jesu Tod am Kreuz ist der Rettungsring für die Menschheit und auch für uns. Die dritte Dimension von Gottes Segen ist die Erbschaft. Da wir in Jesus Christus Kinder Gottes sind, so der Gedanke von Paulus, haben wir auch Anteil am Erbe Gottes. Als Kinder erbt man in der Regel. Das Erbe nun ist ewiges Leben mit und bei Gott. Das gibt es nur hier. Gott ist ewig. Und nicht umsonst hat Gott in der Geschichte von dem ganz am Anfang der Bibel sozusagen die Trennung im Paradies dann auch vollzogen, weil der Mensch nicht ewig leben sollte. Das ist explizit die Formulierung. Das ist das Erbe, was bis jetzt allein Gott vorbehalten ist. Und nochmal kann man den Sesamring als Bild, als Erinnerungsstütze zur Hilfe nehmen tatsächlich. Wir haben ja schon vorhin gehört, dass es bei so einem Kreis keinen Anfang und kein Ende gibt. Und so ist der Kreis auch ein Bild für die Ewigkeit. Simit kann im Türkischen auch Null bedeuten. Die Null hat ja auch, also nicht, dass jetzt jemand denkt, oh, ich bin eine Null oder so, sondern die Null hat ja auch keinen Anfang und kein Ende, sondern Ewigkeit. Der Kreis ist auch ein Symbol für Ewigkeit. So ist der Kreis ein Bild für Ewigkeit. Und Ewigkeit ist letztlich ein Kreisen um Gott, den Ewigen. Das ist die verheißene Erbschaft. Und diese dritte Dimension, deswegen ist das nicht so ganz so klar am Ende, ob es nun drei oder vier Aspekte sind, hat einen zweiten Aspekt. Und Paulus verändert hier an dieser Stelle die Formulierung ein bisschen. Er macht es nochmal noch persönlicher. Er sagt nicht mehr, weil wir, sondern er sagt, weil ihr zu ihm gehört. Und dieser zweite Aspekt ist, dass Gott uns diese Ewigkeit nämlich bereits jetzt schon ins Herz gelegt hat. Das ist nicht etwas, was erst in ferner Zukunft auf uns wartet, sondern weil wir zu Jesus gehören, haben wir schon diesen Heiligen Geist, diese Kraft von Gott. Als Siegel ist er quasi die Bestätigung, dass wir zu Jesus gehören. Ich meine, man kann es jetzt natürlich nochmal so machen und sagen, das ist uns sozusagen aufgedrückt und wir haben einen Heiligenschein, dann wird die Sache rund im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben als Siegel den Heiligen Geist, der uns quasi die Bestätigung gibt, dass wir zu Jesus gehören.
Denn ein Siegel gibt es nur einmal und darf in der Regel auch nur von einer Person geführt werden. Und den Heiligen Geist, den gibt es auch nur bei Gott. Paulus beschreibt ihn daher als Vorschuss oder man könnte auch sagen Anzahlung auf unser Erbe. Wir haben schon etwas bekommen von dem, was im Himmel auf uns wartet, von diesem geistlichen Segen, der da bereits ist. Da ist schon was hier. Weil wir in Jesus Christus sind, ist Gottes Geist bereits in uns. Und mit diesem Geist in uns sind wir dazu ausgestattet, Gott zu dienen. Das heißt, Gott zu dienen heißt, dass sich unser Leben um ihn dreht, womit wir wieder beim Kreis sind. Unser Leben dreht sich um ihn. Und so dürfen wir dazu beitragen, dass sich dieser Kreislauf von Lob Gottes und seinem Segen hier in dieser Welt ausbreitet und vervielfacht. Und ich würde gerne etwas von diesem Segen, von diesem Sesamring-Segen weitergeben. Ich habe, weil heute Trinitatis ist und Dreieinigkeit und so, dann habe ich gedacht, kann ich auch drei Sesamringe mitbringen. Und gut, den habe ich jetzt schon angefasst, aber vielleicht gibt es ja jemanden, der da unempfindlich ist. Ich habe gedacht, vielleicht gibt es jemanden diese Woche, der, also von Erwählung her, gibt es jemanden, der ein Bewerbungsgespräch hat diese Woche hier in der Kirche? Oh, schade. Das hätte ich so gerne mitgegeben als Segen schon im Vorfeld, weil manchmal denkt man ja, man ist dann so, was könnte ich noch? Hat jemand, ach, dann verschenke ich dann einfach so, das hat ja auch was mit Erwählung zu tun, dass man einfach was geschenkt bekommt. Darf ich dir den geben? Dankeschön. Bitteschön. So, meine Güte, jetzt schwimme ich aber gut. Simit war ja Rettungsring. War diese Woche jemand im Freibad? Da hinten, ha! Im Freibad, sehr gut. Okay, und der dritte, also das war jetzt Rettung, ne? Zweite Ring war Errettung, der zweite Kreis. Und das dritte, Vollendung, Siegel. Gibt es hier jemand, der berechtigt ist, ein Siegel zu führen? Da oben, ha! Ich lege den mal hier hinten hin, sonst dauert das zu lange. Ich lege das auf den Collecten-Ding hier, das ist ja auch ein Ring. Du musst nichts reinwerfen, du darfst dir rausnehmen sozusagen. Sehr schön. Okay, also damit habe ich alle Sesamringe verteilt, sehr gut. Und wir können uns in der Woche daran erinnern, dass Gottes Segen fließt und er, wie rum war es jetzt, in Erwählung, Erlösung und Vollendung oder eben Erbschaft. Amen.